doch bin mein Weg gegangen. Wagyu Steak heute elegant, kein Stopp, kein Schlaf, bleib dominant. Real G, deine Meinung ist irrelevant. Lauf durch die Bank mit dem Racks in der Hand, doch ich bin kein Bankkaufmann. Amazon Prime ist kostenlos. So, lass uns mal sehen. 10 Minuten, rein da. Liebe Freunde, das wird jetzt nicht das krasseste Intro der Welt, weil ich es auch sehr, sehr eilig habe. Wie ihr wahrscheinlich schon am Titel lesen könnt, ich habe gerade noch gestreamt, bis hin mir ein sehr guter Bruder ein Angebot gemacht hat, nämlich, dass wir nach Österreich fahren. Er hat sowieso was zu erledigen und dann habe ich gesagt, direkt, Bruder, wenn du sowieso schon nach Wien fährst, Österreich, nimm mich direkt mit, dass wir da endlich mal nach 3 Monaten oder wie lange die auch geht, nach Österreich fahren. So, unser Ziel heute ist es, also ist eigentlich klar, also unser Ziel ist es einfach, wir fahren heute zu Eldos und ich schnapp mir den kleinen Hosen heute. Das erfährt ihr hier in diesem Video. Viel Spaß, der Vlog geht los und Dankeschön fürs Anschauen. Und ja, auf jeden Fall, ich bin jetzt angekommen bei Sido zu Hause. Ich warte jetzt auf den, bis er fertig ist. Eigentlich, aber dann haben wir was Wichtiges vergessen. Der Sido hat keinen Führerschein. Nee, Spaß. Natürlich hat er seinen Führerschein gemacht. Und jetzt haben wir halt doch entschieden, dass wir mit meinem Auto gehen, weil es ein bisschen gemütlicher ist. Und ja, also ich warte gerade auf ihn. Aber kennt ihr diese Leute, die dieses Ding, du sagst einfach halbe Stunde vorher, dass du vor der Tür bist. Ich habe noch mich umgezogen, meine Sachen gepackt, bin ganz gechillt hergefahren und der ist einfach immer noch nicht draußen. Und ich habe vor halbe Stunde gesagt, ich bin schon vor deiner Tür. Eine Ewigkeit später. Wir sind jetzt ganz kurz tanken. Wir haben jetzt noch ganz kurz was gegessen. Ist da das der Kameramann heute? Jojo. Und wir fahren nach Österreich. Es ist endlich soweit. Es reicht. Ich fahre hin und danach wird der gef***. Willst du was von Tanke? Nein, Bruder, danke schön. Ja, Mann, mit Schuhe von Bytem. Ich gehe damit jetzt nach Österreich. Ich freue mich, ich bin echt happy, ihr glaubt gar nicht, ne? Das ist die schönste Nachricht, die mir seit langem mal wieder gekommen ist. Wir tanken jetzt. Ede sagt einfach, das ist die schönste Nachricht, nach dem Motto, er freut sich endlich, dass er Elders hauen kann. Wie kann man sich so freuen? Ey, Elders kommt vielleicht auch am Sonntag nach Nürnberg und wir machen hier eine Super Bowl Watch Party. Ich habe keine Ahnung, wer noch kommt, falls irgendeiner, also es gibt keinen Streamer hier in der Nähe, der kommen kann, aber falls es irgendeinen Streamer gibt in der Nähe, den ich mag, dann kann der auch kommen. Wird wohl vorbeikommen, Bro. Kann ich? Ja, Chat, ihr könnt alle kommen. Ja, Omet ist eh, Omet wohnt in Nürnberg. Edis, wenn Edis kommen will, soll er kommen? Wir haben eh, dann muss ich noch ein neues Snapchat holen und so, aber... Und dann geht's los. Das ist auch mal ganz wichtig. Die letzten Tröpfchen da. Ich mach das immer so, damit die letzten Tröpfchen noch von Tankstelle. Wisst ihr, arme Mann. Eldos, ich komme. Also Leute, wir fahren noch. Wir haben eine Strecke von 4 Stunden und 23 Minuten. Da seht ihr, wie ernst ich das meine, Bruder. Ich nehme diese 4 Stunden 23 Minuten in Kauf. Ich weiß zwar, wenn ich da ankomme, ist meine Wut nicht mehr so krass, aber Sudar bringt mich schon wieder auf Gas, ja? Kriegen wir hin, Bruder. Du bringst mich schon wieder auf Gas. Ja, mit den richtigen Worten funktioniert das schon. Ja, stark. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Wir müssen natürlich auch aufpassen und vorsichtig fahren. Das ist natürlich wichtig. Es fängt halt jetzt richtig mies an zu regnen, aber ja, wir müssen halt Sicherheitsmaßnahmen, ne? Treffen. Immer ganz wichtig, links blinken, rechts überholen. Dieses Motto bleiben behalten wir natürlich noch bei. Und ja, dann gucken wir mal. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Viel Spaß. Wir machen gerade einen Zwischenstopp. Jetzt überlege ich mir, soll ich diese Sachen holen vielleicht? Da kann man auch jemanden an irgendwas dran binden. Vielleicht entweder das. Boah, oder so Luft in Decken und Eldos aufpumpen, das wäre auch nicht schlecht. Oh, Handschuhe, damit wir keine Spuren hinterlassen. Sidolan, hier ist Tam Ding, Bruder. Perfekt für Leute einzupacken. Schau mal, was wir alles hier haben. Einfach Kneifzange, Bruder. Guck mal hier. Kneifzange, Edo. Kneifzange, Edo, ja. Wie mit dem, Bruder. Bruder, wir haben ja alles Mögliche und wirklich so. Was die wohl jetzt denken von uns gerade? Ja, auf jeden Fall. Aha, hiervon distanziere ich mich. Wir spielen immer noch kein Casino. Bruder, und deswegen like das Video. Schaut mal, Leute, das ist die Allianz Arena, ne? Warst du da noch nie, Bruder? Nein, ich war da noch nie. Komm, ich bring dich mal hin, Alter. Lass mal reingehen, was kann man da alles machen? Nur wie, was kann man da alles machen? Ey, das will Pfeife rauchen. Volleyball, Bruder. Eishockey, Bruder. Geil, schau mal. Jetzt haben wir noch eine Allianz Arena gesehen. Aktueller Stand, 3 Stunden 33 Minuten laut Navi. Ich verstehe es nicht. Es ist eine dreispurige Autobahn und wir müssen 80 fahren. Geil. Sagen wir mal, deutsche Autobahnen sind richtig krass. Ich merke noch gerade gar nichts hier. Ist aber auch wahrscheinlich wegen Regen und so. Ich glaube, hier ist allgemein 80. Ich weiß es nicht, wo.
machen. Bruder, das kann nicht sein. Schau mal, Moritz, das sind 6 Spuren jetzt. 1, 2, 3, 4, 5. 5 Spuren und ich darf nur 100 fahren. Zieh Kerl an. Scheiß drauf. Ich fahre immer noch 100. Immer noch. Immer noch. Es sind immer noch 100. Digga, Edis hat einen Mustang, ne? Ich bin noch nie selber, also ich bin noch nie mit einem Mustang gefahren. Wisst ihr? Ich fahre ja nur krasse Sachen, ne? So. Porsche. Urus. Ja, so. Mach 1 sogar. Was ist Mach 1? Was ist Mach 1? Modell. Ah, sein Auto. Zeig mal her. Ah, okay. Diesen fährt er. Diesen fährt er. Sehr stabil, Digga. Sehr, 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 sehr stabil. Sehr stabil sogar. Ist geiler Wagen. Genau die Farbe auch. Die Farbe. Boah, das ist eine geile Farbe. Das muss man lassen. Farbe ist geil. Farbe fühle ich extrem. Dieses mattgrau. V8-Motor, ja, Bruder, damit lockst du mich nicht. Jetzt bin ich bei 80, jetzt bin ich bei 90. Scheiß Mustang zieht nicht, ne? Ja, Bruder, der zieht nicht, ist nur laut. Wir haben jetzt irgendwelche Geräusche am Auto gehört. Aber ich weiß es nicht, da bekommt jetzt eine Meldung, dass ich meinen Reifendruck aufpumpen soll. Und boah, Gott sei Dank. Okay, Reifen ist schon mal nicht platt, aber ja, gut, keine Ahnung. Gott steh uns bei. Wir schauen jetzt. Ich tue jetzt ein bisschen hier Reifen aufpumpen. Und dann geht's weiter. Schauen wir mal. Was mache ich jetzt? Hier plus, ne? So, ich glaube, ich habe es richtig gemacht. Nein, scheiße, ich habe das schwarze Teil verloren. Fuck. Ich muss abbrechen. Ich muss suchen. Eine Stunde später. Bruder, ich weiß gar nicht. Da sind gerade 2 Männer auf der Toilette und die unterhalten sich. Schaut mal bitte. Smash! Hä? Was ist denn Lan? Was ist denn Lan? Keine Ahnung, Bruder, was die sich da erzählen, aber wer sitzt auf der einen Toilette und der andere auf der anderen Toilette? Und dann unterhalten die sich da. Bruder, was ist das? Ich stelle mir die Konversation vor. Hey, Robert. Ja, Stefan? Komm, wir gehen auf die Toilette und unterhalten uns so einen Scheiß nehmen. Ja, aber warum muss es jetzt Robert und Stefan sein, Chat? Kann es nicht Matthias und Jürgen sein? Oder kann es nicht ein Ahmed und ein Serkan sein? Sorry. Ja. Da ja, Mann, was ist das für eine Unterhaltung? Ja, nein, Mann. Doch, Bruder. Wieso alleine scheißen, wenn es zusammengeht? Na, Bruder, lass mal stecken, ey. Wortwörtlich. Also, wir sind gerade bei der Brücke und jetzt, meine Freunde, sind wir in Österreich. Ich hoffe jetzt nur, dass wir nicht angehalten werden von der österreichischen Grenze, weil, Bruder, was willst du sagen? Ja, ich bin hergekommen, meinen Streamer im Kofferraum einzusperren. Das geht ja nicht. Ich kann sehr schwer lügen. Bruder Edis, wenn du an der Grenze bist, sagst du, du kommst von Eldos, dann winken die dich durch. Bruder Eldos hat Name. Obwohl, Bruder, mit Among Us Runden, mit Eli und so, ich habe schon ein bisschen gelernt zu lügen. Ich bin nach Österreich gekommen, um ein Food-Video-Tour zu machen. Stopp, kann nicht sein. Du warst davor in Cafeteria und hast die Task gemacht. Das kann nicht sein. Edis, raus. Herr Polizist, Herr Kommissar, Herr Sie- und so, weil er schluckt wie ein Peach, müssen wir nochmal tanken. Ach, wir sind jetzt in Österreich. Ey, E10 darf ich gar nicht tanken, gell? Nein, so eine Scheiße kommt nicht ins Auto. Da muss ich aber super tanken jetzt, also diese Sportdinger da. Nee, das ist normal. Gibt's nichts, da gibt's zweimal E10. Wie zweimal E10 am Monat? Ja, Bruder, zweimal E10. Was steht bei dem zweiten? Was denn das für ein Scheiß hier? Diesel, E5, 4, Super Ultimate. Ja. Bruder Eldos, du kostest mich sehr viel Geld. Dafür ist nochmal eine Stunde länger Kofferraum angesagt. Alleine nur, weil ich jetzt hier noch einen Zwischenstopp machen muss und nochmal tanken muss. Ganz ehrlich, Heiland, zack, ey. Aber die Luft in Österreich ist schön. Geil. Größter Abfuck in Österreich, Autobahn. Dieses 130, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Ja, 71 Euro. Dann, ihr wisst meine Taktik. Zum Zahlen. Wir sind jetzt in Wien, gleich da. Sudo, hallo, was machen Sie da? Check, oder? Auf jeden Fall sind wir jetzt da. Wir haben noch einen ganz kurzen Stopp gemacht. Ich muss auch richtig dringend pinkeln, ja? So, Friends, wir sind jetzt angekommen. Der Bruder hat mir geholfen. Ja,
Ja, komm, geht sich heute, kannst zum Eltern, du kannst zum Eltern, ist gar kein Problem. Nee, komm einfach. Komm, ist kein Problem. Du kannst hochkommen, Eltern ist eh da. Mr. Warenkopf. Dein eigener Bruder hat mir die Adresse gegeben und wir sehen jetzt vor Eldos seine Haustüre. Es wird geil, es wird richtig geil. Ich gehe jetzt rein, ich stürme jetzt den Stream. Bis gleich. Digga, ey, das sieht aus wie ein Dulli, ja. Es wird richtig geil, ich geh jetzt. Geht sich her aus, Freunde. Ich stürme jetzt den Stream, bis gleich. Es ist der 13, was geht? Abi, was geht? Setz dich hin. Abi, was geht? Setz dich hin, ne? Okay, setz du dich hin. Mein Schuss. Salam alaikum. Aixna. Wie geht's? Alles gut? Ja. Bruder, das war... Hä? Alles gut? Setz dich hin, komm, stream. Alles gut? Ja, Bruder, ich stream. Willst du was trinken? Nein. Okay. Einfach. Ey, einfach Jonas Hector, ja. Unterhalt die Leute, komm, du streamst, du hast gestreamt, hier, passt. Türkische Apfelchat? Nein, ich will keinen Apfel, unterhalt die Leute. Rot ist auch im Chat. Stark. Nee, und so ist im Chat. Stark. Geiles Sweatshirt. Danke, Bro. Ja, und jetzt sag mal. Ja, nicht, Bruder. Der Breite. Ja, der Breite, hä? Ja. Nein, ist sie da auch da? Ja. Nein, du laberst. Wo ist er? Der wartet draußen, der wartet auch auf dich. Ich ruf den jetzt an. So, du, Tam, aldım çocuğu, wir kommen jetzt. Ja, mir hat mich gesnitcht. Ja, wir kommen jetzt. Şey yanında mı? Okay, passt, alles klar. Selam aleykum, Chat. Ich hoffe, euch geht's gut. Leider müssen wir den Stream jetzt beenden. Du kommst jetzt mit mir mit. wir gehen. Bruder, wohin? Wir gehen. Hatte, zieh dich an, wir gehen. Chat, es war mir eine Freude. Ich hoffe, euch geht's gut. Gut, wir haben eine lange Fahrt hinter mir. Ich halte mein Wort, ich will auch gar nicht so viel drumrum machen. Nein. Du kommst jetzt mit, Heide. Nein. Ich warte unten auf dich. Ich warte vor der Tür hier. Vor der Tür warte ich. Okay, zieh dich auch an. Ja, zieh dich auch an. Ich sag dir, Eldos kann in seiner Stadt nichts klären, ja. Ich sag, Eldos kommt in seiner Stadt auch nicht rein. Checkt ihr, was ich meine? Eldos kommt in seiner Stadt nicht rein. So, was willst du in die Kamera sagen? Sag. Auf jeden Fall, mit mir hat alles begonnen. Und bei Sass hat es begonnen. Ey, das ist der Schmale. Sollst du immer noch schmal? Ja. Nein. Nein, mit dir. Komm, rein. So, wie gehst du doch? Alter. Ich bring den jetzt ins Hotel. Ciao. Eldos! So, die erste Mission haben wir jetzt erledigt. Und jetzt geht's ab erstmal ins Hotel hier. Boah, das ist aber ein sehr, sehr schönes Hotel. Digga, ne? Nebenbei, ne? Edis, sein Auto hat einen geilen Sound, ne? Also Österreich, ihr beeindruckt mich. Das ist ein sehr, sehr, sehr schönes Hotel. Boah, Bruder, dass du einmal mit dem Wagen jetzt fahren. Ich schick bestimmt deinen Schlüssel an. Soll mal? Meine lieben Freunde, vergisst nicht, das ist ein Tag, auf den wir gewartet haben. Ich bin sehr glücklich, wie man sieht, und wir haben einen sehr großen Schritt endlich geschafft. Jetzt geht's erstmal in Check-in. Hallo. Heute werde ich gut schlafen. Was ein wunderschöner Tag. Halt, stopp, warte mal. Eldos ist im Kofferraum. Meinst du, da passiert was? Ach, scheiß drauf, komm. Der wird das schon überleben. Gute Nacht. Sehr geiles Video. Davi ist in den Chat! Davi ist in den Chat! 1, 1, 2, 2, Mr. Nice Guy, ist so high school musical American Pie.